Bayern hat ja einen Musiala, der gerade für große, große Freude sorgt, das Siegtor erzielt hat gegen Mainz auf seine ja unnachahmliche Art. Wie würden Sie den charakterisieren als Fußballer, Herr Reif? Ich habe gestern auch wieder gestaunt, als ich dem zugeguckt habe. Selbst wenn man den Eindruck hat, oh, jetzt verstolpert er irgendwie den Ball, macht er daraus eine Art Übersteiger oder Hackentrick, bringt den Ball dann unspektakulär zum Nebenmann. Es wirkt fast so, als könnte er keinen Ball verlieren. Wenn man das Bild so sieht, wenn der auf den Platz kommt, denkt man, Trainer, nehmen Sie das Kind vom Platz. Hier spielen Erwachsene, der wird sich wehtun da. Nein, der hat Bewegungen in seiner, Sie nennen ihn ja Bambi, das ist sein Spitzname. Und wenn du ihn so siehst, denkst du, der ist unfassbar. Der hat Bewegungen wirklich zum Teil wie ein scheues Reh. Also der hat so kurze Wege und hat eine Unbekümmertheit. Davor habe ich immer Angst, dass der irgendwann anfängt nachzudenken und sagt, ich soll hier wieder ein Spiel gegen Mainz gewinnen. Ist das nicht ein bisschen, haben wir nicht, wie gesagt, Erwachsene hier, die das machen müssen? Lasst mich doch ein bisschen mitspielen. Der kommt hin, macht alles, was, und er macht so vieles richtig. Das ist one in a lifetime. Also es gibt so viele nicht mit diesen Bewegungen, dieser Art. Der hat nicht die Wucht von Haaland. Genau das andere hat er. Also das macht schon Spaß, dem zuzugucken. Einer, der auch immer viel Spaß hat, ihm zuzugucken, ist natürlich sein Trainer Julian Nagelsmann. Und der hat den Bambi-Vergleich auch noch mal aufgenommen. Erstaunt mich nicht. Spieler mit einer sehr großen Qualität, sehr viel Talent. Das ist eigentlich so, wie ich schon oft betont habe, dass er sein Straßenfußballergehen beibehalten muss. Und defensiv geht es einfach um eine Verlässlichkeit. Die hat er in den meisten Szenen auf jetzt der ungewohnten Position gehabt in den beiden Spielen Barcelona und Mainz jetzt. Das ist auch das, was ich ihm vor ein paar Wochen mal gesagt habe, um einfach noch mehr Spielzeit zu kriegen. Es ist dann immer so, wächst du aus diesem Talentstatus raus. Wenn man eben abgezockte Leistungen bringt, dann hat er den Spitznamen Bambi, aber der Bambi-Schutz ist dann irgendwann weg. Und dann geht es einfach, wie gesagt, um eine Verlässlichkeit, die er in den Bereichen hat. Der muss jetzt kein Gennaro Gattuso werden aus fußballerischer Sicht, sondern er muss seinen Straßenfußballergehen beibehalten, weil deswegen ist er Profi geworden, deswegen hat er heute auch wieder ein Tor gemacht, aber defensiv die nötige Verlässlichkeit haben. Und das hatte er in den beiden Spielen jetzt auf der Position sehr gut und deswegen hat er auch wieder getroffen. Ja, Nagelsmann mit dem Hinweis, aus Musiala muss kein Gattuso werden. Herr Reif, können Sie den jüngeren Fußballfans noch mal kurz sagen, genau, was damit Gattuso gemeint ist? Hertha geht's nicht. Reino, der hat den Spitznamen Bambi und Gattuso hatte den Spitznamen Reino, also Rhinoceros. Der bei AC Mailand, das war einer, der auf den Platz kam und sagte, so pass auf, das Spiel gewinne ich heute alleine. Wenn ihr mitmacht, prima, wenn nicht, geht mir ja aus dem Wege zu den eigenen Spielern. Geht mir ja aus dem Wege, das mache ich jetzt hier alles alleine. Das war so. Er ist so und Nagelsmann spricht ja über eine Sechserposition. Also der, soviel ich weiß, ist nicht nur Attacke und ein bisschen vorne in den Räumen und vor allem den so Erwachsenen durch die Beine durchflutschen, sondern da musst du schon defensiv arbeiten. Das beschreibt ja Nagelsmann zu Recht. Und er soll eine Alternative sein, auch auf der Sechserposition. So hat er zweimal gespielt. Und dass der das auch hinkriegt, das wird nicht gehen über Gattuso-artige. Gattuso kam dann auf einen zu, dann wusstest du, geht nicht gut aus, es sei denn, der geht freiwillig weg. Es gibt noch eine sehr interessante Statistik von Musiala. Das war sein 9. Bundesligator. Und unter 20 haben das vor ihm bei Bayern nur Hoeneß, Roque Santa Cruz und Karl-Heinz Rummenigge geschafft. Wir sehen hier die Grafik nochmal. Roque Santa Cruz Karriere, muss man auch ehrlich sagen, ist dann nicht so explodiert, wie das viele sich erhofft und auch erwartet hatten. Aber mit Hoeneß und Rummenigge hat man natürlich einen Vergleich beim FC Bayern, wo schon deutlich ist, wie bemerkenswert das ist. Denn gerade für junge Spieler ist es ja sehr, sehr schwer, bei Bayern Spielanteile zu bekommen. Ja, und in der Zeit gab es noch Abwehrspieler, die bestanden nur aus Abwehrspielern, solche. Und da konnte Uli Hoeneß und andere konnten denen, und auch bei Karl-Heinz Rummenigge war es schon noch so, dass da Abwehrspieler wirklich nur zum Abwehren da waren. Heute hast du ganz andere Spielertypen, die also auch viel athletischer, viel schneller sind. Und da sich mit 9 Toren wichtig tun, das ist für mich noch ein Schritt weiter. Ja, nach vorne hat er alles. Er wird nicht 20, 30 Kilo zulegen. Normal sagt man so, jetzt gehst du aber in den Kraftraum und jetzt musst du mal ein bisschen so Goretzka, der gesagt hat, so. Aber bei ihm, er wird so sein, er wird so bleiben. Ein bisschen Bambi soll er sicher halten. Bitte, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja. Der nächste Junge,
bei Bayern, der denn was Tolles geschafft hat, ist Julian Nagelsmann selbst. Es war sein 100. Sieg als Bundesliga-Trainer mit 34. Bislang hielt diesen Rekord Erich Ribbeck, der 38 werden musste, um 100 Bundesliga-Siege zu schaffen. Und Julian Nagelsmann selbst, ja, ist dann auch gefragt worden, wie feiert man das? Wie feiert man die so gut wie sicher Herbstmeisterschaft? Und die Antwort ist wieder ein typischer Nagelsmann. Ich weiß noch nicht, was sie mir jetzt hier anbieten. Noch habe ich nichts gekriegt. Nein. Ich schaue jetzt noch hier die erste Halbzeit. Wolfsburg-Stuttgart. Dann düse ich schnell ans Trainingsgelände und schaue dann die zweite Halbzeit an. Trainingsgelände gibt es, glaube ich, keinen Glühwein, auch keinen Schnaps, weil ich ja auch noch Auto fahre. Sprich, wenn ich dann zu Hause bin, da habe ich beides im Kühlschrank und dann gucke ich mal, wie ich mich entscheide. Aber da muss ich erstmal sicher zu Hause ankommen. Also Julian Nagelsmann kann, glaube ich, keine langweilige Antwort bei Pressekonferenzen geben. Es gelingt ihm immer wieder, daraus noch eine schöne Geschichte zu machen. Es ging auch um Coman, der wieder getroffen hat, der Franzose, wo sich ja die große Frage stellt, wie geht es weiter im Sommer, weil sein Vertrag läuft 2023 aus. Und das bedeutet in der Fußballlogik, entweder wird im Sommer verlängert oder verkauft. Nagelsmann ist sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und hat das folgendermaßen beschrieben. Er ist gesund, er ist fit, hat keine Probleme. Ich habe schon oft betont, dass er ein Spieler ist mit herausragender Qualität. Qualitäten, die man in Europa so nicht häufig findet. Dieses 1 gegen 1 aus dem Stand mit diesen Bewegungen, die Haken im Tempo. Und er hat, das ist, was ich auch gesagt habe, eigentlich einen herausragenden Torabschluss. Ich finde, dass er die letzten Jahre das immer ein bisschen zu viel mit Gewalt gemacht hat und deswegen eigentlich angemessen seiner Qualität eine viel zu schlechte Quote hatte für die Situation, die er hatte. Und jetzt hat er eine gute Quote, hat wieder ein gutes Tor gemacht. Der war auch wichtig, weil den kann er auch querspielen auf dem Leroy, den muss er machen. Ja, Nagelsmann erklärt hier auch mal sehr präzise, was ihm zum Beispiel bei einem Bayern-Spieler nicht so gefallen hat. Er hat da zu viel Gewalt gesehen in der Aktion von Coman. Und 100 Siege ist eine tolle Sache. Viel wichtiger für den Moment ist, dass der Spieler besser macht. Dass er Sané, und das, sorry, kann ich nicht ändern. Danach fing Sané an, hat er irgendwie den Schuss verstanden und er hat aus ihm das rausgeholt, was er drin hat. Und das Gleiche oder Ähnliches gilt für Coman. Er macht die Spieler, die unfassbares Potenzial haben, macht er gerade besser. Und das ist die Leistung von Nagelsmann. In der Kürze der Zeit, er ist jetzt ein paar Monate erst da. Und so wie er es erklärt, seine Sprüche, das ist ja super. Da gibt er dem Affen Zucker und alle sind happy und alle haben was zu lachen. Aber der ist ja kein Schwätzer, sondern der weiß schon, was er da macht und wie er es macht. Also das ist für einen Trainer, und das schafft Autorität. Es gab immer die Frage, hin und wieder die Frage, 34, Mensch, oder 33, wenn der da hinkommt. Leute, Bayern ist dann doch schon eine andere Nummer. Mal sehen, wie nimmt der... Nimmt ein Müller den Ernst, so, nimmt ein Neuer den Ernst. So, der kommt in eine andere Kabine rein. So, aber auf die Art, ich meine, die Spieler, die sind ja nicht blöd, die wissen doch was, die sehen das doch. Coman, wenn wir über Dembélé, wird wieder viel geredet, Dembélé aus Barcelona holen und du hast einen Coman, der so verlässlich abliefert gerade. Na, die Entscheidung würde ich mir eher leicht machen. Glauben Sie auch, dass bei Coman es eher sein Thema ist, dass er überlegt, ob er bleiben soll? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern kein Interesse daran hätten, mit ihm nochmal zu verlängern, sondern dass bei Coman gerade so die Phase ist, ist jetzt doch der Schritt, der Zeitpunkt da, diesen Schritt zu gehen in ein anderes Land? Auch das. Und natürlich wird es auch gehen um Pinke Pinke, ist doch klar. Weil ist es nicht gibt diese Ernst, inneren Hierarchien. Wann geht es denn um Geld? Weil die wissen, was Lewandowski verdient, sie wissen, was Kimmich verdient. Und so ein Coman wird wertgeschätzt werden wollen. Und Wertschätzung drückt sich zuweilen. Verlängert er oder geht er? Im Moment habe ich den Eindruck, sie tun alles, es ihm sehr schwer zu machen zu gehen. Also ich glaube eher, er bleibt. Wunderbar.